Willkommen zu unserer Reportage Backstage. Wir sind heute bei Donau TV und schauen, wie es eigentlich hinter der Kamera ausschaut. Donau TV. Dies ist ein niederbayerischer Fernsehsender mit Sitz in Deggendorf. Er umfasst die Landkreise Straubing, Dingolfing und natürlich Deggendorf. Im Kabelfernsehen kann man Donau TV rund um die Uhr empfangen. Wir haben die Mediengestalterin Carina Weitel bei ihrer täglichen Arbeit begleitet. Kannst du vielleicht mal erzählen, was du da genau gemacht hast? Ja, ich bin heute in der Sendeabwicklung und habe praktisch gerade die Moderation für die aktuelle Sendung aufgenommen. Hurra, alles Jens! Okay, und was gehört da genau dazu? Ich meine, hier sind ziemlich viele Geräte. Ich meine, du bist von links nach rechts gefahren. Was ist das alles? Genau, also das ist erstmal der Prompter. Da wird dem Moderator gezeigt, was er halt lesen muss. Dann hier wird aufgenommen und hier werden die Mopeds gewechselt. Praktisch das der Hintergrund. Genau, das muss ich halt heute alleine machen, weil wir so wenig Leute sind. Die Vorbereitungen für die Aufzeichnung des Magazins Donau TV Jugend, das in Zusammenarbeit mit der FH Deggendorf ausgestaltet wird, werden getroffen. Trotz Aufzeichnung ist die Aufregung ein ständiger Begleiter. Ich bin immer aufgeregt, wenn ich vor der Kamera stehe, also auch bei euch, ja. Läuft. Servus zu einer neuen Sendung von Donau TV Jugend. Heute geht es die ganze Sendung lang über Poetry Slam. Und zwar hat Doscha hier TV insgesamt 10 Poeten auf die Bühne gebracht. Es klappt nicht immer alles aufs erste Mal, aber dafür sind Aufzeichnungen ja schließlich da. Sein Name ist Sulaiman Mas. Was ist das jetzt blöd angehört? Sein Name ist Sulaiman Masami. Er ist. Scheiße. Jetzt gibt es eine kleine Werbepause und danach seht ihr die Lokalmatadorin Marlene Weber aus Deggendorf. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Das war das Studio von Donau TV und jetzt zurück zu Doscha Herr TV.